Can I be your superhero? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Beim letzten Mal gab es hier unter anderem ein Duell gegen den Hufflepuff-Zauberermeister oder so. Haben wir natürlich weggeflext und jetzt geht's direkt weiter. Sieh an, ein Gryffindor will sich duellieren. Du verschwendest nur deine Zeit. Vor allem, weil du keine 20 Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer besitzt. Hau ab! Wird man hier echt gedisst, ey. Komm schon, verrückter Gryffindor. Ah, hier darf ich rein, okay. 20 Karten. Das ist so ein... Ich erinnere mich auch wieder an Pokémon. Wo du so und so viele Pokémon brauchst, um dann spezielle Items von diesen Gehilfen oder Kollegen vom Professor zu bekommen. Ja, mal gucken. Da muss ich nochmal dran erinnert werden, denke ich mal. Ravenclaw, Duellier, Arena. Ja, ist das auch so ein bisschen nach Stärke sortiert? Weil Ravenclaw... Ey, das sieht eher aus wie Slytherin hier. Aber finde ich gut. Herzlich willkommen in der Ravenclaw-Duellier-Arena, Harry Potter. Ich bin der Ravenclaw-Zauberduellmeister. Hab gehört, du bist ein harter Brocken. Aber lass dir gesagt sein, mich haben nur wenige besiegt. Also dann, auf geht's. Alles klar, Mr. Ravenclaw. Bereit? Duelliert. Und beide Duellanten finden... Aber wie gesagt, so von der Location her, ist das schon irgendwie so ein bisschen eher so... Warum ist das denn so... Ich meine, ich find's cool, dass es so ein bisschen gruseliger angehaucht ist. Sag ich jetzt mal. Ich laufe natürlich total gelungen da auch noch rein. Oh, ja. Oh, klar. Shit. Ich krieg's nicht gebacken. Der war gut. Jetzt haben wir ein paar Treffer gelandet. Das ist zum Kotzen. Ey. Es ist so zum Kotzen. Ha. Aber trotzdem kriegen wir es nicht richtig gebacken hier gerade. Ja, der war auch schön. Shit. Falsche Richtung gelaufen, aber wir haben ihn weggeflext. Schönes Ding. Aber wie gesagt, von der Location her wirkt das eher so Slytherin-gruselig. Wobei man da vielleicht in den Kerkern kämpft oder so. Duelliert. Auf geht's in die zweite Runde. Okay. Ja, die Dinger müssen natürlich sitzen. Sonst bringt mich das nicht direkt weiter. Ja, auch schönes Ding. Auch wieder schönes Ding. Oh, natürlich laufe ich da rein. Ja, komm. Gute Aktion von Schönes Potter. Ding. Ja, gute Aktion von Potter. Potter zerflext hier gleich seinen Gegner. Wenn wir jetzt endlich mal treffen würden. Yes. Schönes Ding. Na, ist weggeflext. Expelliarmus! Oh, du hast mich besiegt, Harry. Pass auf, da verschwindet mein Zauberstab. Das war gut, Harry. Und du bekommst dafür diese Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ich finde das ganz witzig, wie das immer so verpufft oder zerplatzt oder was das auch immer ist. Diese Geräusche und die Optik, das ist schon ganz nice. Okay, auch hier wieder Stillstand. Ja, es macht schon Bock, aber es ist schon so ein bisschen auch so ein simples Prinzip, ne? Dass man im Prinzip die ganze Zeit nur die Taste spammt und dann... Mehr macht der Gegner ja quasi auch nicht. Aber auch hier sind wir siegreich gewesen. Für Slytherin müssen wir nochmal wiederkommen. Sehr gut, Harry. Ich bin beeindruckt. Sie verlassen den Raum als Sieger. Ich bin mal gespannt, ob Sie den Slytherin-Zauberduellmeister besiegen. Ja, aber ich habe doch noch nicht genug... Ne, ich habe 12. Sieh an. Ein Gryffindor will sich duellieren. Du verschwendest nur deine Zeit. Vor allem, weil du keine 20 Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer besitzt. Hau ab! Ja, aber so sind die Bilder auch drauf, ne? Dass sie dann wirklich so emotionslos oder so neckisch schon fast sagen, so, hau ab. Du bist mir egal, Kind. Du bist eines von tausenden Millionen Kinder, die hier am Start ist. Oder das hier am Start ist. Das lassen wir erstmal. Da kriegen wir ja noch nichts hin.
Und dann muss ich wirklich dran denken, dass wir da nochmal zurück müssen, weil hier noch nicht alles geklärt ist. Ich kann mich entsinnen, dass wir es letztes Jahr gemacht haben, beziehungsweise vorletztes Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr haben wir es, glaube ich, gezockt, ne? Auf jeden Fall war ich mir hier auch, oder bin ich, glaube ich, am Anfang auch gescheitert. Dass die Schokofrösche dir wieder Kraft geben? Ja, Colin, ich weiß. Aber es ist ganz witzig, dass er dann so nervig so, ich weiß. Das ist eigentlich tutorialmäßig ganz niedlich gemacht. Ja, wie gesagt, wir haben das denn da auch irgendwie geschafft, glaube ich, aber da habe ich, glaube ich, auch verloren zeitweise. Los, Kräuterkunde findet in einem der Gewächshäuser draußen statt. Na dann mal los, ab zu Kräuterkunde. Oh oh. Ich kann mich noch an die Schnecken erinnern. Irgendwas war da. Aber ich glaube, da haben wir letztes Jahr nicht alles bekommen, was wir wollten, ne? Ah, vielleicht dieses Jahr. Mal gucken. Da ist genau die richtige Anzahl hier auch an Schokofröschen. So, die Ecke hier eigentlich. Wie wir einfach weggeschoben werden von dem Typen. Ja, machen wir doch hier. Komm. Aber ist auch interessant, ne? Wie hier normalerweise immer so ein Bücherregal steht und hier haben sie einfach so eine Wand. Konntet ihr euch kein Bücherregal mehr leisten, oder was? Okay, mal gucken, was wir jetzt machen dürfen. Kennen ja nicht alle Geheimgänge. Ich glaube, den kenne ich gar nicht, oder? Wir gucken uns erstmal hier unten um. Also, ein Böhnchen. Den Schokofrosch sammeln wir nachher auch noch ein. Da oben ist Karte. Ist das ein Hinweis? Okay, also das Ding schießen wir jetzt in die jeweiligen Richtungen. Die Frage ist nur, ja, ich lasse den erstmal noch vielleicht, den Schokofrosch nicht, dass wir da noch irgendwie Problemchen bekommen. Ich guck mir das erstmal an, da muss ja irgendwas stehen, wo es da hingeht. Tür öffnen. Ja, aber nicht, dass ich da rausgehe. Ich will ja die Karte haben. Na komm, wir gucken. Okay, okay, okay. Ja, das gebe ich denen. Atmosphärisch ist es doch irgendwie ganz gut gemacht. Jetzt ist es wiederum gut, dass wir den Schokofrosch nicht gesnackt haben. Wie, und das ist es jetzt? Hä? Die sind klein jetzt, okay. Ich keine Belohnung oder irgendwie sowas? Wie man direkt alles macht, um eine Belohnung zu kriegen, ne? Ist also eher eine Falle gewesen, oder was? Ja, falls ihr dazu Gedanken habt, gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier sollte. Einfach nur die Gegner. War eine Falle. Vor allen Dingen ist das ja jetzt auch mega mies, weil du nimmst ja Schaden. Wahrscheinlich soll ich hier einfach nur rein und soll die Karte mitnehmen und nichts anderes. Und da ich so gierig bin und hier in jede Tür reingucken will, weil ich mir natürlich erhoffe, dass da noch mehr zu holen ist. Das hier sieht nach Slytherin aus. Ja, wahrscheinlich bekomme ich deshalb Schaden. Okay, jetzt sieht es nach Gryffindor aus. Das ist... Oh, ja, das ist bitter. Da ist, glaube ich, noch ein zweiter am Start, ne? Okay, den kriegen wir vielleicht besser weg. Okay. Das ist natürlich richtig spaßig. Ja. Okay, das ist blöder, wenn der eine blockt, okay? Gut. Die kennen wir natürlich, also ihn hier, den anderen, der war ein bisschen verrostet. Normalerweise gab es ja eher so diese
Ritter, die so ein bisschen ja, schwarz waren und die anderen, die weiß waren. Ja, wie war denn das? Er muss einmal zuhauen oder so, ne? Ja, aber er haut auch nicht zu. Der läuft einfach nur gegen mich gegen. Was ist denn mit ihm los? Wow. Jetzt muss er doch seine Brust zeigen, ne? Ja. So kenne ich das auch noch. So, zeig deine Brust. Bam. Wow. Achso, Punkte kriegen wir. Ja gut. Punkte nehme ich mit, aber irgendwie so richtig... Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Gibt's halt ein paar Punkte. Und Schaden nehmen. Also. Ah! Das muss ich machen, damit da das Schloss abspringt. Okay. Ich habe gedacht, wir laufen einfach oben rum und dann. Also die. Ja, stimmt, da oben ist gar keine Tür. Ich habe gedacht, da oben wäre noch eine Tür hinter der Karte. Pff. Hä? Ach so. Ne, ich raff's nicht. Muss ich durch die Tür und dann da hoch? Hä? Okay, das wird ja wild hier. Wird ja immer wilder. Okay, warum springst du da hoch? Das ist ja Assassin's Creed-mäßig hier. Da gibt's auch so Dungeons, wo du, also so Geheimgänge. Und der Typ macht nix, oder was? Jetzt hätte er auf mich losgehen müssen. Hm, der Typ ist einfach nur Attrappe anscheinend. Okay, einige Sachen, jetzt steht hier einer. Auch nur Attrappe? Nee, jetzt. Check's nicht. Check's wirklich nicht. Hä? Jetzt. Hä? Hä? Kann mir das einer mal erklären? Was soll denn das? Wie die Geister bei Dings. Ey, ohne Scheiß, ich check's nicht. Das sind wie die Geister bei Super Mario Land 2. Wo? Jetzt komm. Die haben einen nämlich auch nur verfolgt. Ja, das Blöde ist, weil er die ganze Zeit das andere Ding da anvisiert. Weg. Ja, aber ich... Ah, okay, übers Bücherregal. Meine Güte, ich bin für solche Rätsel nicht gemacht. Assassin's Creed kam auch auf dem Kanal nicht so gut an, also... bin ich nicht mehr in Übung. Ja, aber früher sehr, sehr gerne Assassin's Creed gespielt. Mega viel. Gerade den ersten Teil, den zweiten Teil und Brotherhood. Ja, mehrfach teilweise sogar durchgespielt. Und dann irgendwann rausgestiegen, obwohl mit Assassin's Creed ist eigentlich immer noch alles cool. So, ich mag die Dinge eigentlich immer noch, aber es ist halt ein bisschen viel geworden nachher. Wenn jedes Jahr von einem Franchise ein Game rauskommt, irgendwann steigt man da aus. Zurzeit habe ich ja so meine Probleme mit Call of Duty, die kommen ja auch jedes Jahr. Ja. Das ist der Story-Modus auch für den Arsch. Ist ja, also das ist einfach nur Multiplayer-Maps, die sie da reindrücken. Aber gut. Nee, von da sind wir gekommen. Ich werde noch mal mit rausgehen, mal gucken, wo er absaved und dann ist der Part hier auch schon wieder zu Ende. Aber war ganz cool. Das haben wir definitiv, glaube ich, nicht letztes Jahr gemacht. Also, oder noch überhaupt nicht. Das erinnert mich irgendwie sehr an Assassin's Creed und ich glaube, da würde ich mich auch dran erinnern, dass ich das schon mal gemacht hätte. Okay, also jetzt ist ja Kräuterkunde, da werden wir noch schnell hinlaufen, würde ich sagen. Draußen ist das. Wir müssen raus, um zu den Gewächshäusern zu gelangen. Wenn wir nach draußen gehen, sollten wir uns von der peitschenden Weide fernhalten. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Vor allen Dingen, ich dachte schon, wenn wir nach draußen gehen, dann müssen wir uns warm anziehen. Ah, ja, zur peitschenden Weide, ist ja klar, dass wir da nicht hinwollen. Obwohl, hat ja auch mit Kräuterkunde zu tun, oder? Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt langlaufen. Wir kommen da jetzt raus und dann müssen wir da irgendwie so an dieser Klippe entlanglaufen, oder? Ländereien.
Wir genießen kurz die Stille, die Harmonie, die Vögel, wie sie zwitschern. Könnte ASMR machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? So für PlayStation 1 damals. Ich mag das von der Kulisse her. Also eigentlich irgendwie ganz nice. Kunde hier entlang. Eingang zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und Quidditch-Übungsgelände. Ja, wieso ist das eigentlich der Eingang? Und da hinten geht's irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie komisch. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Also so oder so. Das hier ist Quidditch oder was ist das? Verschlossen. Verschlossen ist das. Können wir da rüber jumpen? Nee. Ihr habt's gemerkt, ich wollte es versuchen. Also ich hab alles getan, was man hätte tun können. Aber da wird Quidditch sein, ne? Da steht auch der Typ mit dem Besen. Hallo Potter, ich versuche immer noch ins Quidditch-Team zu kommen. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Könntest du Oliver Wood gegenüber vielleicht meinen Namen erwähnen? Du bist schließlich der Sucher von Gryffindor. Ja, wie heißt du denn? Hallo Potter, ich versuche immer noch... Ich habe gedacht, du hast noch was Relevantes zu sagen, aber... Oliver Wood. Gibt's den hier eigentlich? Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen hinterherlaufen und dann bei der nächsten möglichen Möglichkeit werden wir dann einen Cut machen und dann geht's. Als nächstes haben wir Kräuterkunde. Dann geht's. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich habe mich nämlich im Laufe des Spiels darüber aufgeregt, weil ich irgendwo nicht weiter wusste oder so. Und jetzt hast du den Typen einfach und es gibt nur diesen einen Weg. Und der sagt dir jetzt, wir haben Kräuterkunde. Und jetzt sagt er dir nachher gleich nochmal, wo wir lang müssen. Obwohl es nur diesen einen Weg gibt. Weißt du, du kannst ja hier nirgendwo abbiegen. Wir laufen also hier einmal um Hogwarts sozusagen herum. Und dann durch diesen Durchgang. Wie kann der Typ jetzt hinter mir sein? War der nicht eben noch vor mir? Auf jeden Fall kann man hier nirgendwo anders lang. Es geht immer nur diesen einen Weg hier lang. Ich habe von dem fliegenden Auto gehört. Klasse! Professor Sprout hat mich hierher geschickt, um den Schülern zu zeigen, wo Gewächshaus 3 ist. Hierdurch. Wir haben es geschafft. Das ist die Tür zum Klassenzimmer für Kräuterkunde. Los, rein, Harry! Geh zum Kräuterkundeunterricht, bevor der Timer abläuft. Lauf durch die schwebenden Stundengläser, um den Timer zu starten. Wenn du als Schnellster zum Unterricht gelangst und den Schulrekord brichst, wird Professor Sprout dir ein besonderes Geschenk machen. Ey, wie er das runtersäuselt, ne? Na gut, das werden wir beim nächsten Mal machen. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.